haben. Und jetzt sehen wir hier das coole Intro von Nuke in der Arena. Yeah. Yeah, make some noise. Auf geht's, Salto, die Ninjas in Pyjamas gegen Fnatic. Und zwar auf dieser zweiten Map. Die Ninjas Pyjamas starten auf der T-Seite. Klar, es ist ihr Pick. Das heißt, sie werden auf der Nachteilseite starten. Golden kriegt erstmal gut Druck an der Rampe. Ja, zwischenzeitlich versucht man sich hier weiter nach unten zu kämpfen. Das Tempo schnell anzuziehen. Golden da auch irgendwie zu überrennen. Das Backup, das lässt noch auf sich warten. Golden kriegt da nochmal einen guten Shot raus. Wenigstens einen bekommen. Aber trotzdem, die Rotation, die ist mit Prolan angekommen. Versucht hier nochmal das Duell zu finden. Über die langen Distanzen, die USP natürlich nie schlecht. Und man versucht direkt hier vorzubuschen mit Rez. Kann hier aber keinen Kill setzen, hat trotzdem den Vorteil. Also dieses schnelle Tempo läuft für die Ninjas in Pyjamas erstmal nach Plan. Also direkt Fnatic einfach überraschen. Runde geht gerade los. Fnatic will sich vorbereiten auf ihr Setup. Und da rennen die Ninjas in Pyjamas einfach mit Vollgas die Rampe runter. Und finden hier auch ihre erste Runde sehr, sehr gut. Flasher bekommt nochmal Twist. Aber jetzt ist es Flasher alleine, weil Brawler noch fällt. Forest nochmal mit 2. Und damit die Runde sicher. Die Ninjas in Pyjamas mit der Pistol Round auf Nuke zum 1:0 Start auf ihrem eigenen Pick. Ja, ein Tweet, der in mir im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist der von Forrest gewesen. Er findet es sehr komisch, nicht mehr die Stimme von Getright zu hören im Team. Ja, da nochmal herzlich wo ist raus. Sie hin? Ja, wo ist sie hin? Ja, ist natürlich auch für einen, der jahrelang mit diesem Spieler zusammen ja, durch Höhen und Tiefen gegangen ist, natürlich, naja, ich würde sagen, schon eine kleine Umgewöhnung. Aber naja, er ist Profi genug, er weiß, wie der Hase läuft. Und von daher gucken wir mal die Ninjas in Pyjamas. Wie gesagt, durch den Wechsel mit Twist auf jeden Fall, meiner Meinung nach, zumindest vom Aiming her ein Upgrade. Erfahrung, würde ich sagen, eher zurzeit ein Downgrade. Aber lassen wir uns überraschen. Fnatic im Allgemeinen sowieso die erfahrenen Spieler auf dem Server. Ja, das definitiv. Auch das Lineup, ja. Zum großen Teil bekannt, wer sich daran erinnert, haben hier die Intel Extreme Masters Katowice vor 2 Jahren gewinnen können, auch mit Golden, der da gerade erst aus Fnatic Academy gekommen ist. Zwischenzeitlich war er jetzt bei Cloud9 und ist jetzt wieder zurück bei seinem Home-Team, würde ich fast sagen. Ja, da wo er aufgewachsen ist, bei genau. Fnatic Academy damals, dann ja als Ingame-Leader wollte man das Ganze versuchen. Da natürlich auch die Sache, dass man ihm halt das Vertrauen geschenkt hat, dann hat das wohl nicht so ganz geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Dann hat Golden nochmal einen anderen Weg genommen. Aber jetzt ist man da wieder angekommen, wo man eigentlich gerne hätte vor 2 Jahren stehen wollen. Jetzt geht es erstmal hier auf den Spot drauf. Schaden wird nochmal bei Fnatic gesucht. 3-gegen-4 Situation. Flasher kriegt den ersten. Flasher ist ein Biest an der CZ. Den zweiten kriegt er aber nicht. Lekro überlegt das Ganze mit 9 HP und damit ist es immer noch machbar, besonders wenn Crims hier auf gute Position kommt und hoffentlich den Spieler da findet. Das übernimmt aber Golden. Und damit hat man hier jetzt ein 2 gegen 2. Und guck dir den Schaden an, der verteilt wurde. 29 HP und 9 HP. Das ist das, was die Ninjas in Pyjamas noch über haben. Ja, Golden kommt da jetzt auch über Main rein. Hört den einen Step von Lekro. Er müsste wissen, dass der da hinter den Vents steht. Das ist noch ein machbarer Retake. Jetzt bin ich gespannt. Hat man Lekro da auf dem Schirm? Ich glaube fast schon. Ja, geht man prefiren drum. Keine Chance. Golden mit 2. Und die Runde dürfte an Fnatic gehen. Auch ohne Kit, glaube ich. No, das reicht. Und damit kann man die letzten HP da abziehen. Also die CZ macht hier einen guten Job. Besonders das Flasher da noch mit einem sehr wichtigen Kill von Zeit aus. Ja, und damit holt man hier direkt wieder den Ausgleich. Also das 1:1 sitzt. Und damit gehen sie wieder in den Vorteil. Schöner Kill da von Golden. Wirklich sehr stark. Und da weiß man, dass der Spieler sitzt, wie von dir schon erwähnt. Und dann kann man hier auch easy peasy den zweiten bekommen. Tja, das ist der Nachteil, wenn man halt keine HP mehr hat, ne? Ja, dann geht die Runde schnell vorbei. 1:1, Fnatic holt die kritische zweite Runde nach der Pistol Round. Wir sehen es wieder bei den Ninjas in Pyjamas. Die müssen jetzt natürlich wieder reinforcen. 2 SGs kann man sich immerhin sichern. Auch wieder durch den Bombplant natürlich bedingt, dass man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat. Die restlichen Spieler mit Pistols unterwegs. Dann der Entry Frag von JW, aber Plopski macht direkt den zweiten. Und Forrest ist auch schon durch Secret durch. Und damit hat man die Überzahl bei den Ninjas in Pyjamas und könnte hier sogar wieder auf einen Spot kommen. Ja, direkt wieder bei den Ninjas Pyjamas den Force in die Hand genommen. Bombe wird aber rausgenommen. Da versucht man im Außenbereich hinterher zu ziehen. Eieiei, da hat man Lekro nicht auf dem Schirm. Dachte, die Bombe geht da alleine entlang. Ja, und damit verliert man genau diesen Schlüsselspieler, der oben eigentlich die Bombe covern sollte. Trotzdem, die Position, die Prolan hier einnehmen will, ist natürlich nochmal der B-Spot. Fenster aufschießen. Da
Das ist die große Frage, ja oder nein, ist natürlich sehr viel Information, die der Gegner bekommt. Deshalb lässt er es auch erstmal zu und wird höchstwahrscheinlich nochmal entscheiden, auf den Heaven zu gehen. Also das ist natürlich jetzt das Mindgame, was man auspacken muss. Und wo geht die Bombe hin? Hat sich jetzt da nochmal gesammelt zu dritt. Hat auch noch 40 Sekunden zur Verfügung. Brawler jetzt auf die AK. Jetzt kommen die Smokes und jetzt wird der Plant gesetzt. Main wird gehalten von Plopski. Und damit liegt die Bombe für die Ninjas in Pyjamas. Brawler 1 gegen 3. Gar nicht so einfach, dieser Klatsch. Na und eigentlich fast nicht mehr machbar für ihn. Jeden Schuss, den er abgibt, verrät er natürlich seine Position. Die Ninjas in Pyjamas können sich darauf einstellen. Auch die Tür ist zu. Also da könnte Brawler auf jeden Fall einfach safen gehen. Ja, und das macht er auch genau in dem Moment. Damit ist er weg. Die Waffe wird mitgenommen. Noch die Deagle aufgepickt. Ja, und das war's. Runde vorbei. NIP kann durchbrechen. Auch wenn das nochmal ein bisschen kritisch war im Außenbereich mit der Bombe. Im Endeffekt hat man den zweiten Spieler hinten Richtung Eingang des Yards nicht auf dem Schirm. Und damit fällt das Gerüst hier zusammen und Fnatic muss die Runde abgeben. Also der Force Buy geht am Ende hier wunderbar auf. Ja, das auf jeden Fall. Und das ist halt wieder jetzt die Funktion für Fnatic zu sagen, was machen wir denn jetzt mit dem Geld? Also dieses Hin und Her, was wir hier gerade sehen, ist für den Equipment-Aufbau sehr, sehr schwierig. Und auch Fnatic muss jetzt wieder überlegen, Force Buy oder nicht. Es wird der Force Buy, scheinbar auch keine Eco irgendwie möglich. Die gesavte AK, die Scout, der Rest mit Pistols. Und jetzt ist Nip eben wieder im besseren Equipment vor. So, man versucht halt genau das wieder auszuhebeln. Hier auch sinnvoll, noch nicht auf den Safe zu gehen. Einfach aus dem Grund, weil der Loser-Bonus noch nicht hoch genug ist. So, der Anschuss wird gegeben. Jetzt kommt die Doppelgranate. Sollte JWs tot sein, oder? Ne, nicht ganz. Überlebt das Ganze mit 3 AP. So, Main wird abgesmoked. Versucht den Raum sowieso erstmal zu halten. Gegenoffensive kommt von Fnatic Richtung Lobby. Und damit hat man jetzt erstmal den Außenbereich. Flasher zu finden wäre ein großes Ziel, was man hier erreichen muss. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man der Meckhalle nicht abserviert wird. Und Plopski ist da ein Kandidat, der sehr schnell fallen kann. Und wenn er nicht aufpasst, wird er hier auch sterben. Flascher. Der Hanne in der Garage. Da ein gutes Timing. Plopski bekommt zwei Crims, aber Flascher mit einem einfachen Frag ihn da auf dem Rücken erwischt. Black Crow gegen Golden nochmal erfolgreich. Twist hält da jetzt die Garage. Und Flascher versucht natürlich mit der CZ nochmal einen mehr mitzunehmen oder eine Waffe aufheben zu können. Fällt er jetzt aber gegen Twists und damit Brawler im 1 gegen 4. Er hat noch die AK, jetzt hat er sie nicht mehr. Runde geht an die Ninjas in Pyjamas. 3:1 und Fnatic muss jetzt erstmal eine Full Economy machen. Und das ist vor allem auf der T-Seite jetzt für die Ninjas in Pyjamas eine sehr, sehr gute Ausgangssituation hier in den eigenen Map-Pick zu starten. So, was haben wir in Equipment? Voll ausgestattet, also einmal das komplette Rifle-Paket bei den Ninjas und Pyjamas. Auf der anderen Seite eine Flashbang bei Prollern. Ja, riecht nach Außenbereich. Jo, Flashbang, man wartet auf den perfekten Moment, dann wird man vorgehen. Flashbang kommt rein, dann einfach geht der Zugriff ein, kriegt man dadurch. Also die Flashbang hier perfekt gewählt. Forrest, uiuiui, der verliert da sehr viel HP beim Droppen. Will natürlich verhindern, dass der Mate hier die Waffe mitnimmt, aber sie kommt trotzdem dran. Twist kann hier nochmal die Antwort finden. Roller, nochmal unterwegs. Also jetzt wird natürlich so ein bisschen auf Suchen und Zerstören gegangen. So, und am Ende können die Ninjas in Pyjamas erstmal hier diesen Vorteil halten. Schauen wir mal, ob Fnatic da irgendwie die Möglichkeit nochmal nutzen kann. Vielleicht mit Crims nochmal einen Kill zu machen. Ein bisschen Schaden wäre natürlich nie verkehrt. Bombe wird erstmal gelegt. Ist auf dem R-Spot. Schauen wir mal, was Fnatic da noch versucht. Wie weit sie da noch reingehen. Schaden auf jeden Fall gut gemacht gegen die Ninjas in Pyjamas, Forest, Twist, Plopski. Alle relativ low. Kann man da auch mit einer USP mal relativ schnell abholen. Plopski noch oben. Sieht aber jetzt nicht so aus, als ob man da wirklich drauf committen würde. Ja, dann lieber die AK durchbringen und versuchen nochmal Exit-Tracks zu holen, wie zum Beispiel der hier von Golden. Noch eine SG. Also eigentlich super Waffen, die man jetzt hier hat. Ja, man muss nur drankommen. Er versucht das mit der Smoke auszutanzen. Ja, er kommt auch dran und haut ab. Ganz, ganz wichtig. Damit hat man zwei Waffen hier bekommen. Und das war das Ziel von Golden. Diese eine Waffe noch zu bekommen. Crims sowieso komplett passiv da unten Richtung Secret unterwegs. Also der geht da kein Risiko mehr ein. Ja, und am Ende ist es die Runde. Also, sell your Steam, waste and get skins you lust for. Geil. CS Money.
Ja, einer der Sponsoren, muss man auch mal Props raushauen. Ohne Sponsoren ist das natürlich nicht möglich. Darunter zum Beispiel auch GGBet, wo er dann immer fleißig die Live-Quoten angezeigt bekommt. Und natürlich der Main-Sponsor. Grüße gehen raus an Corsair. Roland oben auf der Pommes. Er wartet hier auf der mit bekanntesten Position auf Nuke. Da oben immer wieder sehr, sehr wichtige Frags da fallen. Und auch mit den XMs, den Auto-Shotguns. Kann man da gut was mitnehmen. Plopski bleibt erstmal noch close vor dem Rampeneingang. Lecro ist mittlerweile über Outside gepusht. Nimmt hier jetzt Main von hinten ein und geht noch weiter durch Richtung Outside. Jetzt bin ich gespannt, wann hat Lecro den Kontakt Richtung Garage. Da steht nämlich Flasher. Und das ist so schön gespielt von Lecro. Das ist so smart. Na, er sucht jetzt erstmal eine Vorteilsposition. Kann den einen Spieler callen, sucht den Spieler jetzt an der Rampe. Sehr, sehr stark, hat aber hier nicht das beste Timing. Oh, das ist bitter, das ist bitter. Refrag kommt aber rein. Oioioioioi, Plopski! Was eine Kontrolle! Und am Ende kriegt er hier den Kill. Oh mein Gott! Fnatic hat hier die Möglichkeit, die Rampe dicht zu machen. Aber das war zu viel Chaos, was Lecro da veranstaltet hat. Also am Ende kriegt er zwar den Kill nicht, aber das Chaos perfekt. Und Plopski dreht sich hier einmal im Kreis und kann damit am Ende die Runde, ja, aufreißen. Und damit auch die Runde entscheiden, weil Fnatic wieder safen gehen wird. Ja, müssen die Waffen durchbringen, können es dann nicht riskieren, zu viel nochmal zu verlieren. Für die Ninjas in Pyjamas ein großartiger Nuke-Start bisher. Das ist ein 5:1 auf der T-Seite. Fnatic immer wieder rausgebracht, immer wieder den Spots auch eingenommen. Jetzt nochmal Forest, der reinpiekt, Crimps. Holt sich zumindest noch einen Exit, jetzt möchte Flasher nochmal was mitnehmen und möchte einfach Schaden machen gegen die Ninjas in Pyjamas. Das klappt bedingt, alle weiteren bringen ihre Waffen durch, jeweils 3 Stück, die hier gesaved wurden. Und so langsam füllt sich die Halle auch, es wird immer voller in der Playoffs Arena auf Malmö. Sau stark, Plopski. Kranke Runde. 5:1. Also, Fnatic mit dem nächsten Buy, dadurch, dass der Loser-Bonus natürlich extrem hoch gestackt ist, versucht man jetzt natürlich auch mit diesen durchgebrachten Waffen genau das zu erreichen, nämlich die nächste Runde irgendwie aufs Konto zu holen. So, da wird ein bisschen geprefired, Balance-Smoke im Außenbereich liegt, auch an der Rampe wird nochmal gegengehalten, also man will hier nicht in Gefahr laufen, direkt alle Positionen zu verlieren. Chris muss aber dran glauben und damit ist Twist eher erstmal der Erfolgreiche, und zwar den Spieler Richtung Main, den kann man ausschalten. So, und Lecro, der ist natürlich durchmarschiert, hält jetzt erstmal den Raum, wartet vielleicht, dass irgendwas noch runterrotiert, wird sich dann aber höchstwahrscheinlich versuchen einfach, um Secret zu kommen, diesen Raum schon freizuhalten. Ninjas und Pyjamas haben dadurch natürlich immer die Option, auch einen B-Split sozusagen auszuführen, indem sie halt einen unten auf Suchen und Zerstören haben und die anderen über die Rampe nachziehen können. So, und Golden versucht natürlich den Winkel zu hält. Er weiß ganz genau, da wird einer am Fenster oder unten Richtung Tür schon warten. Das Timing ein bisschen auf beiden Seiten verpasst. Golden zieht sie jetzt nochmal zurück. Das Risiko zu hoch, diesen Spot zu verteidigen, dadurch, dass sie auch nicht mehr die Rampe haben. Aber Forest, der ist auch noch im Außenbereich unterwegs. Und damit zerpflücken sie wieder Fnatic. Langsam aber sicher, Spieler für Spieler. Und damit höchstwahrscheinlich auch das 6:1. Großartig von den Ninjas in Pyjamas, wirklich. Gewinnen hier jedes Duell quasi. Und immer wieder mit gutem Positioning, auch da Lecro und hat ein bisschen Pech. Golden holt ihn raus, aber da ist der Refrag eben auch sofort wieder von Plopski. Auch dieses Refrag-Verhalten passt bei den Ninjas in Pyjamas. Man hat einen genauen Plan, wie man hier Nuke zu spielen hat. Und auch das, was ich vorhin gemeint habe, was mich bei den Ninjas in Pyjamas, vor allem über diesen Turnierverlauf hier, sehr beeindruckt, ist eben auch die Art und Weise, wie sie die Runden ausspielen. Und das funktioniert super. Fnatic wieder dezimiert auf einen. Brawler wird saven, Runde geht an Nip. 6:1 der Führungs Zustand bisher auf der T-Side. So, Poland wird nur noch versuchen, das Equipment durchzubringen. Dann heißt es wohl oder übel wieder für Fnatic sparen, damit man hier volle Utility an den Start bekommt. Also, ist natürlich auch so ein typisches Ergebnis, was man nie vergessen darf. Es ist natürlich immer die Möglichkeit, auf der T-Seite gerne mal schnell wegzuziehen. Wenn man die Pistol Round gewinnt, dann holt man vielleicht diese ein oder andere Waffenrunde, kann aber auch das Team auf der T-Seite direkt wieder nachlegen und ja, dann hat man halt ein Riesenproblem. Und sie gehen sogar nochmal den Force Buy, sie nutzen alles an Equipment, was sie haben, plus den Loser-Bonus, um hier in die Partie zurückzukommen.
Ja, müssen jetzt irgendwann mal wieder eine Runde holen. Irgendwann mal wieder gegen die Ninjas in Pyjamas hier performen. Rest, Twist, Plopski, alle so um die 8.000-9.000 Dollar auf der hohen Kante. Das ist sehr viel Geld für Nip. Immer wieder mit den Bombplans auch aushalten. Und das heißt für Fnatic, es wird umso schwerer, sie hier money-technisch überhaupt zu brechen. Und irgendwann muss halt mal so eine Runde fallen. Fnatic jetzt wieder mit dem Force. JW sogar auch mit AWP. Und damit eine recht offene Runde gegen Nip. Jedes Mal wieder mit gutem Equipment. So, Dekro wieder im Außenbereich unterwegs, zusammen mit Forrest. So wie wir es eben auch schon gesehen haben, nur ein bisschen passiver. So, Press abwarten, Flasher wird dafür belohnt, dass er rotzenfrech einfach durch die Tür läuft. Deinen Gegner überraschen kann. Damit ist es der Vorteil. Also, die Ninjas Pyjamas gehen bei diesem 6:1 erstmal in den Mannrückstand. Nämlich mit 4 Leuten muss man jetzt versuchen, die Position hier auszuspielen. So, Außenbereich hat man noch soweit unter Kontrolle. Auch die Rampe gehört ihnen schon. Also Fnatic versucht sehr passiv auszuspielen. Bei 34 Sekunden lässt man die Ninjas Pyjamas gerade ein bisschen verhungern und die entscheiden sich wohl jetzt vollständig für die Rampe kompakt nach vorne zu gehen. JW steht bereit. Sehr schöne Entry, wieder gegen Plopski, da fällt auch Forrest, damit das 2 gegen 4. Jetzt ist es mal schwierig für Nip Golden, was ein langer Spray, aber Twist gewinnt das trotzdem nicht. Und Lecro kann er noch einhalten und damit ist es der 1 gegen 4. Klatsch für ihn mit 10 Sekunden, auch das wird zeitlich schwierig, die Bombe liegt ungünstig. Er geht vielleicht sogar einfach auf den AK-Safe. Man hat zwar viel Geld, aber warum eine Waffe verschwenden, die man eh nicht mehr halten kann. Ja, besonders weil Lecro super wenig Geld hat, kann auch einfach safen. Würde sich nicht rentieren, hier einfach sterben zu gehen. Ja. Da sehen wir nochmal das Smokeplay von Flasher und den zweiten, den er da ebenfalls mitnehmen kann. Der Dosenöffner der Runde für Fnatic. 2:6. Endlich mal wieder einer aufs Konto gebracht. Damit kann man das Geld wieder etwas kontrollierter spielen. Aber Nip, wie gesagt, mit so viel auf der hohen Kante und jetzt wird man richtig schneller Go gespielt. Vollgas aus Main Ross. So, da muss man trotzdem an Chris vorbeikommen. Granaten kommen gut nach vorne. So, da wird ordentlich reingeschossen. Und damit die Ninjas Pyjamas können mit dem Flug durchbrechen. Vorbei ist noch lange nicht Golden. Der springt hier nach unten, versucht irgendwie die Bombe nochmal rauszunehmen. JW so in diesem einen Kill. Aber sie kriegen am Ende den Spot nicht gehalten. Die Utility fliegt hinter den Brennstab. Und schon hast du ein Riesenproblem. Dann müssen nur noch die Refrags sitzen. Und das passt bei den Ninjas Pyjamas hier verdammt gut. Also, hier die Runde kann man entscheiden mit einem schnellen Tempowechsel. Und am Ende, Fnatic findet keine Möglichkeit, ja, die Offensive abzuhalten und den Spot dicht zu machen. Kann selbst der gute Crims mit seinem sensationell guten Aim das am Ende nicht irgendwie regeln. Na, keine Follow-up-Runde für Fnatic, direkt wieder eine kassiert zum 7-2. Sehr, sehr gut von den Ninjas in Pyjamas. Fnatic jetzt auch mit dem ersten Timeout dieser Partie. Man muss irgendwas jetzt machen, um Nuke wieder ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Wie gesagt, zieht die Seite normalerweise die favorisierte. Das heißt, so ein paar Runden sollten schon da sein in der ersten Halbzeit, wenn man dann in den Wechsel geht und Nip eben auf ihrer CT-Seite spielen dürfen. Ja, besonders wenn du die letzte Partie von Fnatic nimmst, war die sehr, sehr T-lastig. Aber da hat man auch 16:2 gegen North gewonnen. Das war beim Major. Oder nee, beim Minor, pardon. Fnatic war ja nicht auf dem Major. War ja nur auf dem Minor. Ja. So, und das war auch einer der wenigen Siege, die sie einfangen konnten. Und dann gegen North so einen Knaller abzuliefern, ist natürlich nicht von schlechten Eltern. Trotzdem, hier läuft es gerade nicht. Hier hat man bisher ganz, ganz wenig anzubieten. Plopski wieder mit dem ersten, holt sich TW. Rest jetzt auch schon durch die Events durch. Und Golden quasi alleine auf dem B-Spot mit der Desert Eagle. Plopski ist bereit. Und Plopski wird ihn hier checken, ganz sicher. Aber Golden ist schneller, gewinnt das Duell und damit die SG erstmal for free. So, Golden im Allgemeinen in diesem Duellverhalten gerade absolut gut unterwegs. Immer wieder diese Vorteile, die er für sein Team versucht zu holen. 8 Kills hat er zwischenzeitlich auch schon gemacht, aber trotzdem soll jetzt auf dem A-Spot draufgehen. Der aber keinen Bock hat dagegen, die eine Krieg da zu fighten, lässt man es einfach bleiben. Die Ninjas Pyjamas nehmen einfach den Raum, den sie schon bekommen haben, setzen ihn um und versuchen jetzt schön einfach auf, ja, einen Rundengewinn zu umzumünzen. Boah, Golden nochmal mit einem Versuch hier auszurasten, holt nochmal 2, aber dann ist es am Ende die Ninjas in Pyjamas mit genügend Manpower, mit genügend Headshots,
Und damit auch genügend Runden, um zumindest diese Halbzeit mal zu gewinnen. 8:2 steht es jetzt, den Halbzeitsieg kann ihn keiner mehr nehmen. Und Forrest wieder mit einem sehr schönen One-Tap zur Eröffnung auf den Spot. Geld ist aber jetzt wieder da bei Fnatic. Man kann nochmal Fullbuy machen. Genauso auch mit AWP für JW. 8:2 ist bisher schon mal bitter. Jetzt muss man ein paar Runden noch holen. Und die wäre auf jeden Fall schon mal wichtig. So, erstmal der Push hier von Crims. Also man versucht jetzt mal ein bisschen in die Offensive zu gehen. 2-1 straight ist absolut in Ordnung. Damit der Vorteil für die Jungs von Fnatic. Aber man kommt hier in der guten Position durch. Da steht aber diesmal Flasher bereit. Also NIP wird von Fnatic diesmal überrascht. Und zwar mit etwas aggressiverem Play Richtung Main. Richtung Lobby. Plopski hinter der Box und JW hat es auf dem Schirm. Holt sich den Frank gegen Plopski. Damit ist es Forrest alleine im 1 gegen 4. Und auch die Runde wird jetzt hier mal wieder für Fnatic sehr, sehr gut positioniert. Forrest, der alte Hase, kann das klatschen. 1 gegen 4. Das ist eine Herausforderung auf jeden Fall auf Nuke. Jetzt Outside eingenommen und sneakt Stück für Stück weiter. Jetzt der Kontakt, aber JW mit einem super schnellen Frag. Und damit die dritte Runde jetzt für Fnatic. So, jetzt muss eine Follow-up-Runde her. Jetzt hat man endlich diesen Flow gefunden. Endlich einen Zugriff auf die Partie. So, die Frage ist, kann Fnatic das hier schaffen? Und vielleicht noch ein 8:7 rausholen. Dafür müsste jetzt aber der Run auf die Kante kommen. Und das Geld, das wird langsam gebrochen. Also NIP steht nicht mehr so gut im Saft, wie wir es davor gesehen haben, mit ca. 9 oder 7.000. Da findet man auf jeden Fall endlich bei Fnatic eine Möglichkeit, den Gegner auch so ein bisschen zu zermürben. Und JW macht direkt weiter. Also die Eröffnung wichtig. Golden steht wieder an der Rampe. Der spielt das bisher, wie gesagt, sehr, sehr gut. Taktisch, sehr diszipliniert. Jetzt geht es hier nochmal auf den A-Spot drauf. So, das Kreuzfeuer steht aber bereit. Keine Chance für die Ninjas Pyjamas hier durchzukommen. Es ist nur noch Rest. Und er hat zwei Leute vor sich. Keine Chance. Vierte Runde für Fnatic. Und da ist die Follow-up-Runde. Endlich ist man am Start. Endlich ist man auf dem Server. Ja, damit das erste Mal, dass Fnatic zwei Runden in Folge holen kann. Sich damit auch ein bisschen wieder die Sicherheit spielt. Und ich weiß gar nicht, wie viel Nip jetzt dann wirklich auch noch hat. Also ob es dann jetzt schon mal gereicht hat, um sie zu brechen. Und das sieht fast so aus. Das wird ein Forcebuy, aber der ist bei weitem nicht mehr perfekt. Und Nip könnte sogar tatsächlich noch mal ein paar Runden hier abgeben müssen. Wenn sie die Runde nicht holen, ist das Geld weg. So, und wie wir das jetzt machen? Geht an der Rampe nach vorne, versucht jetzt ein bisschen Golden zu contesten, auf das Duell an der Tür zu suchen. Also irgendwo frühzeitig einfach den Versuch zu starten, eine 4 gegen 5 Situation irgendwie zu contesten. So, jetzt wird Golden mal rausgenommen. Na, da versucht er ein bisschen zu aggressiv den Winkel zu halten und muss sich da geschlagen geben. Trotzdem, die Antwort kommt von Prolan. Lekro ist down. Bombe kann trotzdem gelegt werden und Rest. Der Schlingel, der ist unterwegs. Oh, schön. Der hat ein gutes Timing. Wunderschön gespielt von ihm, sich da nochmal auf dem A-Spot zu bewegen, zu warten, bis die Rotationen durch Wendt eben kommen. Und das wollte JW machen, wird da rausgenommen. Und damit ist es eine Unterzahlsituation jetzt für Fnatic. Flasher, Crims und der bereits low geschossene Brolan. Wieder nochmal Richtung B, auch jetzt wirklich kommen wollen. Man scheint es hier zu versuchen. Plopski steht bereit für das CZ. Der erste ist da. Den zweiten sieht er auch nochmal. Da ist aber Crims für den Refrag zur Stelle. 2-on-3. Jetzt wird gesaved. Fnatic verliert die Runde. Und die Ninjas in Pyjamas holen sich Nummer 9 aufs Konto hier auf der T-Side. Oh, das ist verdammt gut, ey, dass sie hier nochmal den Umschwung unterbrochen haben für die Jungs von Fnatic. Also die Doppelrunde ist zwar drin, aber das Geld, das kann man nicht brechen. Der Forceball wird hier gut eingesetzt. Am Anfang versuchen halt die AKs irgendwie den Pick zu setzen und dann entscheidet man das hier mit sehr viel Masse an der Rampe und da kriegt man halt die Eröffnung und damit kommt der ganze Stein ins Rollen. Plus, dass sie immer noch Rest in der Lobby hatten, der da wunderbar die Spieler abfangen konnte, die eigentlich Richtung Vent runter wollten. Und somit hast du halt direkt das Ganze dezimiert wieder in den Vorteil für die Ninjas mit Jaros. Dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Tja, und das läuft gar nicht bei Fnatic. Zwar diese Follow-up-Runde geholt, aber da muss halt mehr kommen. Und sie haben hier gerade echt keine leichte Partie. Können sie froh sein, dass sie nochmal zwei Waffen durchkriegen. Damit können sie auf jeden Fall nochmals kaufen. Das muss dann irgendwann auch funktionieren. Ninja sind Pyjamas mit einer bisher soliden Leistung auf ihrem Map-Pick, der natürlich auch wichtig ist. Wie gesagt, Fnatic hat die erste Map, das zwei für sich entscheiden können. Und das heißt, die Ninjas in Pyjamas, wenn sie hier ins Halbfinale einziehen wollen, müssen beide Maps gewinnen. Ihren Pick Nuke und den Decider
Overpass. Fnatic. Jetzt nochmal mit dem zweiten taktischen Timeout, der gerade abgelaufen ist. Starten hier also gleich in die vorletzte Runde dieser ersten Halbzeit. Das ist immer nochmal Grimms. Grimms mit einem bisherigen Rating von 1,14 und einer 80er ADR, was absolut okay ist. Ja, sehr konstant. Letzten drei Monate auch gute Leistungen gezeigt. Hier auch nochmal die Statistiken von Rez in den letzten drei Monaten. Ja, eher durchschnittlich. Das Rating von 1,01. Aber wie gesagt, NLP blickt auch gerade nicht auf die rosigste Zeit zurück in den letzten drei Monaten, muss man einfach mal sagen. Obwohl sie ja eigentlich immer für mich so ein Team waren, das auf jeden Fall Playoff-Potenzial hat, aber dann fehlt so der nächste Schritt, den die Ninjas in Pyjamas nie geschafft haben. Sie waren immer ein solides Lineup, aber es fehlt halt so ein bisschen, wie soll man es sagen, so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, wie man zum Beispiel bei Navi hat, wie man es jetzt bei einem Fnatic vielleicht auch machen könnte, und zwar zum Beispiel mit einem Prawler, dass man den halt so weiterentwickelt. Ich bin Machine und das ist Henry G. Hallo. Oh! Das Schiffshorn wird geblasen zu einem Swap PC Flasher, yeah! Ja, also, die wechseln mal kurz den PC, wir machen eine kurze Pause, sind gleich wieder da, bleibt dran. Bis gleich. Right next to the fountain. Woo. CEOs in business suits and private accountants. Yeah. Summertime parties by the pool, we lounging. Day by night, we out stunting on the main strip. Out of state trips, cars with the paint drip. Yeah. How could you hate this? Jewelry in my chain sick. That's the life I wanna live. Show me the money. Show me the money. Show me the money. It's all about the lifestyle. Yeah. It's all about the lifestyle. If I have enough dough, nah. Fashion show out in Paris in the front row. Nice. Party every night, I don't have time to sleep. Nope. Next day it's the same, just rinse and repeat. Woo. Summertime trips on a yacht to the island. Squad rolling with me and we do a lot of wilding. Hey. Bottle of whatever you want, just put your order in. You can have as much as you want, there's plenty more of them. Yeah. Show me the money. Show me the money. It's all about the lifestyle. It's all about the lifestyle. Thank you.
Palim, Palim, herzlich willkommen zurück hier live mit der DreamHack Master Malmö. Wir sind wieder aus der Pause heraus. Der PC wurde gewechselt und dann können wir auch weitermachen mit ein bisschen Counter-Strike. Ja, es bewegt sich langsam natürlich auf das Ende der Halbzeit zu, aber jetzt eher den PC wechseln als zu spät. Man will ja auch, dass das alles hier schön funktioniert und alles für jeden, ja, unter gleichen Bedingungen ist. Ja, die Tastatur leuchtet auf jeden Fall schon mal pünktlich zu Weihnachten, wenn der Spekulatius schon im Supermarkt steht, ist die Tastatur von Crims schon mal bereit, ne? Geil. Spekulatius. Magst du Spekulatius? Viele mögen es ja gar nicht. Ja, ich mag es auch nicht. Ich finde es ganz nice. Ich esse es echt gerne. Aber nur zu Weihnachten. So das ganze Jahr über, dann bleibt es irgendwie nichts Besonderes. Obwohl Spekulatius, doch, kann man eigentlich essen. Doch, ist okay. es gab so... Was gab's denn noch? Es gibt diese Marzipan-Sachen und so, die mag ich gar nicht. So Mozart, Marzipan, Mozartkugeln mag ich auch nicht. Aber so Marzipan-Sachen, das ist nicht so meins. Schön, schön. Also schenke ich dir dann keine Spekulatius zu Weihnachten. Sondern Mozartkugeln. Und damit sind wir wieder live in Runde Nummer 14, der vorletzten vor dem Ende dieser ersten Halbzeit. Nipp mit einem guten Start bisher, 9-4 liegen sie vorne. Die Runde nochmal voll bei für Fnatic, auch die nächste mit dem Loser-Bonus dürfte noch drin sein. Und man braucht noch ein paar Runden, um hier nicht ganz abzusteigen hier gegen die Ninjas in Pyjamas, vor allem auf der City-Seite. Yes, yes, also 9-4, das ist der Stand, so wie es zurzeit aussieht und... Fnatic nochmal mit der Möglichkeit, irgendwie auf 9-6 zu kommen. Es wäre wünschenswert, wenn sie in dieser Partie auf Nuke ein bisschen mehr Luft zum Atmen haben wollen. Ansonsten wird es halt echt hart. Uff, schade. JW mit einem guten Versuch an der AWP. Jetzt ist er halt ein bisschen eingekesselt. Überall brennt es. JW muss raus, weil kann nicht raus. Und steht quasi in Vent. Einmal unter Beschuss. Überlebt die ganze Situation. Und jetzt fällt auch noch Plopski. Und damit Twist und Rez im 2 gegen 4. Das könnte ein guter Umschwung sein, dass Fnatic halt echt nochmal auf, ja, ihre Runden kommt. Aber trotzdem Twist hier wieder mit einem guten Backstep. Und das ist halt ein riesen Problem. Somit geht Fnatic erstmal wieder in 3 gegen 2 Situation. Pro hat aber ganz gutes Positioning und auch ein ganz gutes Timing, um Twist da dann auch auszuschalten. Die Bombe liegt noch etwas ungünstig. Da muss man jetzt drankommen mit Rez. Die ist nämlich auf dem Weg
ja, zum Spot irgendwie verloren gegangen. Jo, und da steht Prollern bereit. Also, ja, wir hatten ja noch kurz vor der Pause das Thema, was vielleicht so ein bisschen bei den Jungs aus Schweden fehlt. Klar, sie spielen konstantes Counter-Strike, aber meiner Meinung nach fehlt halt so ein, weißt du, es fehlt halt so der Superstar. Mhm. So was wie Simple, Saibu, sowas in der Art, weißt du? So ein Device. Also du findest einfach keinen im Line-Up, der wirklich heraussticht, ja, als ja, Spieler. Genau, so einer, der wirklich heraussticht bei den Ninjas Pyjamas. Und daran wird leider auch Twist nichts ändern. Ja, guck mal, Flasher steht super für Outside. Den ersten hat er, den zweiten kriegt er nicht ganz down. Flopski zumindest mit dem Refrag bekommt nochmal eine böse Nade ins Gesicht. 3 HP für ihn, 4 gegen 4 Situation, aber Ninjas Pyjamas mit einem sehr, sehr schwachen Bei hier bloß. Also das ist nicht optimal. Fnatic könnte ja mit guter Wahrscheinlichkeit das 9-6 zumindest draus machen. Ja, wenn sie jetzt wieder sammeln, ne, und wieder versuchen, da ordentlich durchzubrechen, dann hast du da vielleicht eine Chance. Vielleicht ist Blobski so ein Kandidat in Zukunft, wer weiß. Also, da sind ja ein paar junge Spunde dabei, ne, auch ein Roland ist zum Beispiel da auf jeden Fall ein Kandidat, sich in so eine Richtung zu entwickeln. Er ist ja noch mega jung. Ja. So, jetzt geht's hier erstmal auf den Spot drauf. So, erster wird geholt, Roland kann den Sprint, dann kommt auf den W, schießt vorbei, Crimson ist aber am Start und da kann man hier durchbrechen, 2 gegen 2 Situation, Golden muss aufpassen. So, nochmal die Granate rein, vielleicht ein bisschen Grundschaden setzen, aber der kommt nicht ganz an, Forrest kommt hier nochmal raus, aber das sind zu wenig HP, die Bombe kann aber auf B geplantet werden und Twist mit 17 HP hat es in der Hand, nochmal, ja, auf Double Digits irgendwie zu bringen. One versus two Clutch mit 17 HP. Gegen Crims könnte er es zumindest schaffen, wenn er das richtige Timing findet und da den Entry, um da den ersten Schutz. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die laufen voneinander vorbei. Ist das unglücklich? Jo. Warum schaut Twisted dann nicht ein Stück weiter nach rechts? Weil er da einfach mit dem Spieler noch nicht gerechnet. Schade, Mann. Naja. Runde für Fnatic 6 zu 9. Well, Fnatic are going to have to be satisfied with that one. They did manage to pull back a couple of rounds. And actually, I heard the crowd coming out for NIP in that last one. Are you with them? Is this going to be 3 maps? I think the Fnatic fans may beg to differ, but we'll find out what actually happens after the break. So, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zurück hier live mit der DreamHack Master. Wir sind bereit. Wir gehen in Halbzeit Nummer 2, 9 zu 6, der Halbzeitstand. Die Ninjas in Pyjamas können ein sehr dominantes Spiel auffahren. Fnatic kratzt gerade nochmal so, ja, die Kurve. Irgendwie kommen sie nochmal auf 6 Runden, aber NLP sieht um einiges stärker aus. Jetzt wird aber die Seite gewechselt. Mal schauen, ob Fnatic vielleicht hier auf der T-Seite, ja, ein Wunder vollrichten kann und die Stärke auspacken kann.
So, da gibt es so ein bisschen Refrag trotzdem. Dieses tempolastige Spiel an der Rampe führt erstmal zu keinem wirklichen Weiterkommen. Weil man läuft hier voll in Eco rein und damit fällt die Bombe. Also unspektakulär. Es ist eine 2 gegen 2 Situation. Noch machbar und sie haben einen Spieler im Außenbereich und das ist JW. Jetzt versucht man aber erstmal den Spieler an der Rampe zu winnen. Das ist Blobski. Jetzt liegt es an JW und wenn es einer machen kann, dann ist es er. So, sieht den Spieler. Versucht das Duell zu finden. Blobski ist an der Rampe bekannt. Das Duell will man natürlich eingehen. Der sucht erstmal den Spieler an der Rampe. Das ist ja ganz schön frech. Hä? Wo ist der? Denkt jetzt, wo ist der andere Spieler hin? Der zieht sie nämlich komplett zurück. Und er geht einfach auf A. Wie frech gespielt von JW. So, fängt das Ganze an. Wartet, wo ist der Spieler? Sucht den Headshot, findet ihn. 14 AP gegen 23. Und der geht einfach nochmal auf B. JW, wieder mal mit den Mind Games. Mal 10. Und Blobski, der muss jetzt entscheiden, wo die Reise hingeht. Der entscheidet sich für die Rampe, weiß jetzt auch, dass die Bombe Richtung B liegt. Macht die Tür zu. Und JW nimmt nochmal alle Wege und alle Mittel in die Hand, die ihm zur Verfügung stehen. So, Blobski hat keine Ahnung, wo JW ist. Wohlgemerkt. Der normale Punkt wäre natürlich die Tür. Die Double Door. Oder so irgendwas. Und mal gucken, ob JW den Winkel da für die... Oh nee, er hat die Bombe nicht gut genug gelegt, oder? Oh, er bricht nochmal ab. Glück gehabt. Glück gehabt für Blobski, weil er hat 14 AP hat. So, fängt das Ganze an. Nochmal. Ja, und jetzt kann er es vergessen. Jetzt vorbei. Nice try. Der hätte Blobski fast durchziehen können. Da wäre das Kit halt gewesen, ne? Da wäre das Kit halt gewesen. 5 Sekunden hatte er auf jeden Fall schon von dem Diffuse, aber nein, 10 Sekunden hätten es sein müssen und das reicht nicht. Die Runde geht an Fnatic, auch wenn es nochmal ein richtig knappes Ding am Ende wurde. Und hier sehen wir Lekros schönen Double Kill, der hier fast die Runde eigentlich entschieden hat. Und dann so ein bisschen die Miss-Decision von ihm, da sich zurückzuziehen, diesem 1 gegen 2, wo man normalerweise gegen JW ein sehr gutes Vorne-Hinten-Fire hatte. So, damit holt die Fnatic die Runde, die Pistol Round Nummer 2 auf Nuke. Der ist ja auch bekommen. Von den NRP Boys kam natürlich direkt die Antwort in Runde Nummer 2. Mal schauen, ob sie das hier auch wieder schaffen können mit einer Scout und einer Farmers und ein bisschen Equipment. Das ist auf jeden Fall ein Force-Buy. Mal gucken, ob man den umsetzen kann, wie man es auch schon die Runden davor versucht hat. Der Crowdbock. Die Bounce hat auch eingesehen, das ist der Force von Ninjas. Scout Farmers. Und die DZZ Lecro jetzt mit der einen Smoke da nicht gut genug abgeblockt. Lecro möchte den Headshot, aber findet ihn nicht. Dafür aber Brolan, der fallen darf durch den Anschuss und den Finisher von Twist. JW hat super viel Zeit, Forrest trifft da nicht. Aber Twist, meine Güte, einfach mal von oben an der Scout. Macht den dritten jetzt. Twist an der Scout, genauso wie Blobski erfolgreich. Jetzt ist es Flash Out, da ist nochmal einer von Twist. Was eine Scout-Runde von ihm. 4K zum Double-Digits-Punkt. 10 zu 7. Ninjas in Pyjamas holen wieder mal den Force-Buy. Jo, sehr, sehr stark gespielt von Twist. Oh, wieder so ein Hin und Her. Boah. Auf jeden Fall nicht schlecht. Twist versucht es dann nochmal im Nachgang. Jo, da wird er auch für belohnt. Und dann kann er da easy peasy den Refrag holen. Da hat er sogar noch sehr viel Zeit zum Anzoomen. Klar, anscroffen. Jo, und damit ist es hier für Fnatic wieder der Force-Buy. Also, es dreht sich alles wieder im Kreis. 10 zu 7. Besseres Equipment bei den Ninjas in Pyjamas. Jetzt müssen sie es einfach nur nutzen. Lecro findet die Eröffnung gegen JW. Forrest jetzt über Outside auch bereit. Da versucht man auch rauszugehen. Sauber schön in A gegen Crimsman. 52 AP abgezogen. Forrest bleibt einfach weiterhin in Main. Schaut auch immer wieder nach links, lässt sich dann nicht überraschen. Lecro hat währenddessen den Secret-Eingang. Und Brolan, wann faced er, wie faced er? Boah, schön. Jo, da kommt Lecro einfach mit dem Drive-By vorbei. Jo, Flasher nochmal mit der Antwort, 3 gegen 2 Situation. Forrest zieht sich jetzt zurück, achtet jetzt eher auf den Heaven, weil sie mit dem Außenbereich keine Kontrolle mehr haben. Ja, und dann wird man sein Glück versuchen, irgendwie auf den A-Spot höchstwahrscheinlich drauf zu kommen. Mit Spielentscheid wird Crims sein, ob er das Duell gegen Forrest gewinnt. Weil das eben da an. Oder? Nö, er hat sogar nochmal die Position gewechselt. Ja. Nee, dann passt das Zeitfenster nicht für Crims und damit ist noch Flasher an der Diegel. 1 gegen 3. Bombe. Hat er zwar noch am Mann, aber er muss halt irgendwann auf den Spot kommen und zwar in den nächsten 20 Sekunden. Res.
hat die Halle jetzt nicht wirklich, bleibt da eigentlich nur ein Pommes Ausgang für diesen einen kleinen Winkel. Das heißt, Flascher kann sich ein bisschen mehr Raum von A erspielen und er droppt Richtung B und da steht Plopski bereits. Oh, schießt daneben! Flascher! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Netter Kill auf jeden Fall. Aber es reicht zeitlich nicht mehr, die Bombe zu legen. Und er stirbt nach der Zeit, GG. Das ist bitter, nach der Zeit zu sterben. Und damit findet Plopski hier nur einfach den Plant. Am Ende nochmal ein netter Kill von Flascher. Aber Geld gibt's keins. Das ist bitter. Das ist nicht gut. Damit hat Flascher nur $650. Klar, sie werden sowieso komplett sparen. Flascher können nächste Runde auf eine UMP gehen oder so. Mit ein bisschen Equipment oder einfach Beagle. Würde auch reichen im Endeffekt. Aber es ist ein Nachteil, den darf man nie unterschätzen. Definitiv. Und dieser Nachteil könnte sich ganz bitterböse für Fnatic auszahlen, weil die Ninjas in Pyjamas jetzt mit einem 11-7 der nächsten Runde, wo Fnatic eigentlich kein Geld zur Verfügung hat, mit einem höchstwahrscheinlichen 12-7, wenn man keinen Mist baut. Und dann geht es hier schon langsam in die kritischen Rundenphasen für die Ninjas in Pyjamas. Und Fnatic muss sich das auch bewusst machen, dass es hier zwar nicht um das Spiel geht, aber zumindest um die Map, die man hier abgeben würde. Ich weiß nicht, ob man unbedingt auf Overpass will. Das ist auch keine Map, die Fnatic besonders oft und besonders gerne spielt. Ja, besonders, weil es NIP eigentlich gestern, wie gesagt, gegen Guardian und Co. ganz gut gespielt hat. Aber wiederum war da so ein bisschen das Problem, dass dieses aggressive Spiel von, ja, Guardian, also von Navi, am Ende ein bisschen zu viel war für die Ninjas mit Damas. Auf CT-Seite hat man sich von schnellen Tempowechseln sehr gut überrennen lassen. Das Einzige, was wirklich sehr gut aussah, war auf Overpass der B-Spot mit Lekro und dann halt Forest aus Reihe Nummer 2. Tja, und somit heißt es hier, hoffen, dass man vielleicht nochmal auf eine... Ja, auf den 2-Mapper kommt bei Fnatic. Aber mit 7 Runden bisher, ja, schwierig. Besonders fehlt ihnen gerade irgendwie die Möglichkeiten, die Partie auf ihre Seite zu holen. Vielleicht ist es ja hier möglich auf der T-Seite in Runde 20. Ja, jetzt bin ich gespannt, was sie hier jetzt mal auspacken in dieser Fullball-Runde. Was hier jetzt die Strategie in diesem Move ist. Diese Smoke-Wand, die überhaupt nicht liegt. Also da fehlt eine ganze Smoke. Das heißt, Lecro hat genug. Auch die Smoke liegt nicht. Jetzt sieht er ihn, kann ihm da folgen und der Frag geht durch gegen Brolan. Das war nicht sehr gut ausgespielt. Jetzt ist die zweite Smoke schon gefadet. Das heißt, Lecro hat noch mehr Positionen, die er halten kann. Crims verliert, gewinnt aber das Duell und kann zumindest das 4 gegen 4 damit wieder für Fnatic ausgleichen. Trotzdem reicht es nicht für genügend Raumeinnahme. Die Bombe auch noch weit hinten zurückgelegt. Und die erste Minute in dieser Runde ist schon gespielt. Sie lässt sich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Forest für Main. Schaut da rein mit der M4, genauso wie auch Twist noch ganz gut die Kontrolle hat. Das ist schwierig für Flascher. Aber der ist halt schon relativ weit durch. Kann jetzt da Heaven vielleicht was Böses machen, wenn man ihn nicht auf dem Schirm hat. JW auch oben. Auf dem Geländer für die Halle. Und Flascher ist durch. Flascher ist durch. Crims gewinnt das erste Duell. Rez heißt, hat ihn aber gesehen. Rez weiß, dass Flascher da steht. Kann also noch mehr Kontrolle aufbauen. Flascher darf keinen Frag machen. Wenn Flascher den Frag macht und der A-Spot fällt, dann ist das die Runde für Fnatic. Aber Rez ist da. Rez passt auf, genauso wie Forest. Schöner Double Kill. Und JW muss Mainz kick in 2 ran. Das schafft er nicht. Ja. 13-7. Nice. 13. Runde für die Ninjas in Pyjamas läuft hier. Auf Newcom einiges besser. Also hier wirken sie halt sehr, sehr dominant. Wirklich. Sehr schön gespielt von Forest. Boah, was ein starkes Aiming. Oh, sehr, sehr schön von Forest ausgespielt. Ja, ich? Ja, ich? Ja, ich weiß. Top, ne? Nice, Mann. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich weiß, Forrest hört mir immer zu beim Casten. Deshalb hat er da gerade so in die Kamera reingeschaut. Na klar. Ah, Forrest immer mit der Kamera am Spielen. Ich finde das so cool. Immer wieder lustig. So, also, taktische Pause von Snacknetic. Gerade wird nämlich, werden die gerade hier einfach nur gesnackt.
Ja, ein bisschen das Problem, ne? Also, die Ninjas in Pyjamas dominieren gerade hier auf Nuke die Partie ordentlich. Für Fnatic gibt es hier auf der T-Seite nicht wirklich viel zu holen. Wie gesagt, es ist kein Beinbruch, es ist ein BO3. Vielleicht nicht die beste Map von Fnatic. Wie gesagt, nur einmal gespielt in den letzten 3 Monaten. Und da hat man halt sehr hoch gewonnen. Aber, naja. Da wirken die Ninjas in Pyjamas um einiges besser. Da hat Crims nicht viel Chancen. Blobski einfach von hinten einmal ins Gesicht geschossen. Lecro hat jetzt auch die bessere Posi. Da schaut auch der gute Brawler nicht hin. Auch den Track kann er nicht machen. Und jetzt Forest für Outside. Sieht einen durchspringen. Aber er hat einen. Er hat zwei. Er hat die Runde. Das war's doch. Jawohl. 14-7. Ninjas in Pyjamas. Outplaying Fnatic hier an jeder Position. Das ist einfach sehr gut gespielt. So, sorry Jitko, Forest größer als Jitko. Das kann ich voll und ganz verstehen. Würde auch sagen, Forest größer als ich, auf jeden Fall. So, aber gucken wir mal, was hier möglich ist für die Ninjas in Pyjamas, weil Forest gerade hier wirklich unglaublich krass spielt. Ey, das ist mal dreist. Ein schöner, schneller Zugriff im Außenbereich. So, JW jetzt mit der Möglichkeit. Fnatic hatte in den letzten Monaten, also mit ihrem alten Lineup, hatten sie eigentlich ganz schöne Ansätze auf Nuke. Besonders auf der T-Seite. Davon sieht man jetzt leider gerade gar nichts mehr. Sie hatten so ein bisschen das Spiel mit den Smokes im Außenbereich ein bisschen umgebaut. Jetzt sieht man hier auch mal ein bisschen Aiming. Sie hatten halt nicht diese obligatorische Balance-Smoke im Außenbereich geschmissen, um Richtung Container und Secret das Ganze abzusmoken. Sondern sie sind hingegangen, haben eine Smoke Richtung Main geschmissen, eine Smoke Richtung Mech-Halle und eine Smoke Richtung Window. Und das war sehr, sehr interessant. Also das war so eine ganz, ganz kleine Umstellung, die auch den Gegner das ein oder andere Mal verwirrt hat. Und somit hat man halt ganz, ganz andere Laufwege, die man nutzen kann, um den Gegner halt im Außenbereich zu contesten. So, Twist versucht nochmal hier irgendwie die Waffe zu verteidigen. Ja, will die AWP saven. Hat jetzt hier die AK nur aufgehoben, um eben hier besseres Potenzial zu haben. JW kriegt man nochmal. Jetzt noch an der Tür. Oh, da sieht man das Köpfchen. Er muss aber einfach gegen alle Positionen spielen. Schafft er nicht. Am Ende ist es Fnatic mit der 8. Runde und erstmal auch nochmal dem kompletten Zerstören von dem Geld von den Pyjamas, beziehungsweise erstmal von den Waffen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld man hat. Das sollte eigentlich nochmal reichen, um nachzukaufen und dagegen zu gehen. Yeah. Ja, reicht auf jeden Fall. Nochmal für den Vorbei. Aber auch hier erstmal der letzte von Nip gegen Fnatic. So, also. Es geht weiter. Mal gucken, was hier möglich ist. Die Ninjas in Pyjamas brauchen 2 Runden, um die Partie für sich zu entscheiden. So, die Frage ist nun, wie will man diese 2 Runden holen? Ist wieder ein überragender Forest, der hier eskalieren kann? Oder ist es einfach das gute Teamwork, das gute Refrag-Verhalten, was die Ninjas in Pyjamas ja, in der Gegenwart hier auf Nuke gezeigt haben? Necro für Outside dieses Mal sehr defensiv. Also pickt hier nicht direkt rein, möchte nicht auf die Aim-Duelle gehen. Letzte Runde war von Fnatic schon sehr stark. Da haben die Headshots geklingelt überall. Jetzt kommt der Molotov gegen Lecro. Smoke ihn jetzt auch weg und geht Richtung Mech-Halle. Da wird nochmal ein bisschen gespielt. Twist versucht da den ersten zu setzen. Crims kommt im Außenbereich durch. Und damit hat man eine Lücke aufreißen können. Twist kann ja bei einem nachsetzen. Und damit hat man zumindest erstmal die Mech-Halle wieder sauber bekommen. Traut man sich weiter bei Fnatic nach vorne. Man ist zwischenzeitlich sogar schon hochgegangen. Twist kriegt hier nochmal nichts. Oh, hat den Spieler gesehen. Und jetzt sieht er die Schande. Schön gemacht von Twist. Also stark gegengehalten. Und dann nimmt er einfach mal im Alleingang den Außenbereich auseinander. Da wollte man es schön machen bei Fnatic. Irgendwie Twist hier unter Druck setzen, aber nö. Hier wurde einfach nur krass abgelehnt. So stark gespielt, so eine schöne Runde. Da darf er auch mal grinsen auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Wir sehen es nochmal hier mit der Wiederholung. Der erste nochmal zum Ausgleich. Der zweite war schon noch sehr schön. Und dann mit dem Unscope hat er im Augenwinkel gesehen, da oben ist. Und dann kommt der Schatten, er kann es perfekt timen. Der Quickscope nochmal zum 3K. 15-8, damit haben sie hier 7 Map Points auf Nuke. Und das, ganz ehrlich, glaube ich, kann Fnatic nicht mehr zurückholen. Na, mal gucken, vielleicht kann Lecro es auch schon frühzeitig beenden, wer weiß. Auf jeden Fall ist man hier gut unterwegs. Ah, der erste kommt rein.
Also die Überraschung nicht ganz gelungen. Auch Plopski findet erstmal hier nicht seine Rampe, kann den Spieler aber so ein bisschen mit seinem Sperrfeuer zurücktreiben. Zieh wird jetzt aber erstmal seinen Brawler da einzusetzen. Uiuiui. Oh mein Gott. JW kriegt da den Kill nicht. Trotzdem sind durch. 3 gegen 4 Situation. Reicht das am Ende, um diese Runde irgendwie klar zu machen. Das wird sehr interessant. Also ich bin gespannt, ob sie vielleicht am Ende hier nochmal mit dem eingenommenen Spot die Kehrwende schaffen. Flasche auf jeden Fall in der guten Position, das hier irgendwie zu machen. Nee, soll nicht sein. Es soll nicht sein, da wird auch schon angeaimt von Rez. Der Kill kommt trotzdem rein, der Schaden immens gegen Golden. Ist trotzdem eine 3 gegen 2 Situation. Sie stehen da zu dritt an der, zu zweit an der Rampe bereit. Plopski mit dem ersten und dann ist noch Prollern. Und der hat 76 HP, wird jetzt von beiden Seiten gemangelt. Und das war's. Die Ninjas in Pyjamas gewinnen hier die Map Nummer 2 und damit werden wir über die Volldistanz gehen und zwar auf Overpass.